Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Auflösung der 14. Coding Challenge. Heute wollen wir uns angucken, wie wir Intervalle mergen können. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel Intervalle von 19 bis 37 und hier aber von 28 bis 48. Das heißt, 19 bis 48 kann man aus dem hier machen und da steckt das auch schon drin und das hier steckt auch schon drin. Das heißt, in unserem Fall haben wir jetzt hier nur ein einziges Intervall, nämlich von 19 bis 48, während hier natürlich ein paar mehr zum Beispiel sind. Und ja, das ist, glaube ich, eine ganz interessante Challenge gewesen. Gab auch ein paar Schwierigkeiten, habe ich mitgekriegt. Aber ja, ich fand es auf jeden Fall cool. Und ich freue mich, dass soweit wieder natürlich alle sich so rege beteiligt haben. Achso, wir bekommen das Ganze hier als List, nicht als Liste. Ich habe das Ganze schon mal ein bisschen vorbereitet und zwar hier Solution 14 oder Solve 14 und natürlich den Benchmark wieder mal, wie wir es auch in den ersten paar Lösungen gemacht haben. Und ja, was wir jetzt hier machen wollen, ist eigentlich nur noch diese Merge-Funktion hier schreiben und das ist auch wirklich alles. Das ist relativ einfach machbar. Was wir jetzt als erstes machen, ist, wir müssen sortieren, so dass unsere Intervalle auch wirklich so sind, wie wir sie gut verarbeiten können. Und zwar das kleinste, also 6 bis 8 in dem Fall, soll an erster Stelle stehen und so weiter und so fort. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles, was wir jetzt hier vorerst mal machen wollen. Wir machen hier jetzt einfach ein Intervals sorted draus. Sorted ist gleich sorted von Liste. Und zwar, jetzt ist wichtig, denn ihr könnt nicht einfach so eine Liste aus Listen sortieren, was ja das hier eigentlich ist. Ihr müsst irgendwie angeben, anhand von was ihr diese Liste sortieren wollt. Und das machen wir über einen Key. Wir geben an Key Lambda X, das ist jedes Element, das heißt, wir geben jetzt an, nach was wir dieses nach was wir das immer sortieren wollen. Sprich, wir wollen immer jede Liste hier drin nach dem ersten Element sortieren, sprich da, wo das Intervall anfängt. Das heißt, wir sortieren jetzt hier diese Liste aus Listen, also wir sortieren das Ding hier immer nach dem ersten Element. Also dieses Intervall wird behandelt, als würde hier 38 stehen. Ja, das war das Telefon. Wir machen aber trotzdem direkt einfach weiter. Ich hoffe, ich habe es nicht arg gehört. Und bestimmen unser Res jetzt als, Achtung, wir fangen einfach direkt mit dem ersten an. Warum fangen wir mit dem ersten an? Naja, das erste Intervall ist natürlich das, was auch das erste Intervall ist, so von den Punkten her gesehen. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Intervall mit, in dem Fall 6, 8 am Anfang stehen habe, dann ist das natürlich auch in der fertigen Liste das erste Intervall, weil es ist ja das kleinste. Okay, also sagen wir, das ist eine Liste, weil es muss ja wieder eine Liste aus Intervallen sein, es können ja mehrere sein. Intervall sorted.pop von 0. So, und danach können wir einfach direkt weiter vorgehen. Wir gehen einfach durch die Intervalle durch und gucken, ob sie schon in dem davor enthalten sind. Und ja, dann überlegen wir uns das sozusagen. Also sind die schon da enthalten? Also wir gehen erstmal da durch, Intervals sorted. Und ja, wenn jetzt hier i von 0, das ist immer der R, also wir, jedes i ist jetzt ein Intervall und wir überlegen uns jetzt, ist das an der Stelle 0, also ist der vordere Teil vielleicht schon enthalten oder ist er noch nicht enthalten? Wenn er noch nicht enthalten ist, dann ist er ja logischerweise größer als das letzte Intervall und sein Ende. Also ganz kurz, was wir hier jetzt haben ist, in Res sind ja alle Intervalle drin. Wir sind aber nur interessiert an dem größten Intervall, denn nur da drin kann es enthalten sein. Weil alle davor, wenn es da schon drin wäre, dann hätte es uns hier jetzt anders oder wäre es anders sortiert gewesen. Und wir haben jetzt hier offensichtlich die Überprüfung. Res von minus 1 ist das größte Intervall, weil es ist das ganz rechteste sozusagen, das letzte Element der Liste. Und von 1 bedeutet die obere Grenze von dem Intervall und nicht die untere. I von 0 ist die untere Grenze des nächstgrößeren Intervalls und das hier ist die obere Grenze des letzten großen Intervalls. Okay, res.append, wenn das nicht der Fall ist, also dann haben wir offensichtlich ein neues Intervall gefunden, dann hängen wir es einfach hinten dran. Ansonsten ist es kleiner und dann müssen wir die Intervalle zusammenbringen. Und das machen wir, indem wir einfach die obere Grenze von dem letzten, also von dem größten Intervall neu setzen. Und zwar könnte man jetzt sich vielleicht überlegen, wir setzen die obere neue Grenze auf i von 1, weil das ist ja die obere Grenze von dem hier. Sprich, es ist nicht komplett enthalten. Es kann aber auch passieren, dass wir zum Beispiel Intervalle haben,
Nehmen wir einfach mal an, wir haben hier eins von 1 bis 5 und von 4 bis 7. Dann wäre natürlich jetzt ganz einfach zu sagen, hey, Res von minus 1 bis 1, also 1 bis 5, wir nehmen sozusagen uns das große obere Ende hier, also die 5, und ersetzen sie durch die 7. Das wäre zwar völlig in Ordnung. Was machen wir aber, wenn wir hier zum Beispiel ein Intervall von 2 bis 4 haben? Dann haben wir trotzdem ein, oder auch von 2 bis 5, dann haben wir trotzdem, ja, wobei von 2 bis 5 wird es funktionieren, dann haben wir trotzdem das Intervall, was wir hier mergen müssen, weil i von 0, also 2, ist offensichtlich kleiner als 5, das heißt, die hier oben schlägt fehl, aber wir können es nicht auf 4 setzen, weil dann hätten wir die 5 hier von diesem Intervall verloren. Sprich, dieses neue Intervall 2 bis 4 ist komplett schon enthalten in diesem Intervall. Entschuldigung. Und deswegen müssen wir jetzt sagen, wir müssen hier auch das Maximum wieder wählen aus i von 1, also sprich aus 4, beziehungsweise in unserem vorigen Beispiel 7, und dem, was wir schon haben, damit wir immer das Größte haben, also von 1. Und was jetzt passiert ist, ist, wenn hier eine 4 steht, dann nimmt es trotzdem weiterhin die 5. Wenn hier aber die 7 steht, ist das neue obere Ende eben die 7. Sprich, die beiden werden zusammengeführt in 1 bis 7, beziehungsweise 1 bis 5, falls wir die 2-4-Variante haben. Und ja, so haben wir eigentlich alle Fälle abgeklärt. Also im Endeffekt alle drei Fälle abgeklärt. Nämlich einmal, was ist jetzt schon wieder los? Also heute ist echt irgendwie der Wurm drin, ne? Das war mein Handy für alle, die sich fragen. Keine Ahnung, was heute los ist. Okay, was hiermit abgefangen ist, ist der erste Fall, dass wir zwei separate Intervalle haben. Also welche, die sich nicht bewegen, nicht berühren sozusagen. Also 1 bis 5. Und 7 bis, keine Ahnung, 9 oder sowas. Dann haben wir den Fall, dass, also damit können wir sozusagen überprüfen, wenn das, wenn die untere, die untere Grenze von dem neuen Intervall größer ist als die obere Grenze von dem alten Intervall, dann haben wir einfach zwei separate Intervalle. Und hiermit haben wir jetzt damit abgefangen, die beiden Intervalle überlappen sich, das heißt 1 bis 5 und 2 bis 7 zum Beispiel. Und durch das Maximum haben wir eben auch abgefangen, falls sich die Intervalle eben, falls das alte Intervall, also 1 bis 5, das neue Intervall komplett einbeschließt, sozusagen. Das heißt, wenn es schon komplett drin ist, wenn es schon komplett drin ist. Und ja, das ist eigentlich alle drei Fälle, die wir hier haben, in diesem einen kleinen Ding dabei. Und jetzt müssen wir nur noch eine Sache machen, wir müssen Res zurückgeben. Und das Ganze starten. Das heißt, wir starten jetzt mal ganz kurz. Und zwar 100 Mal. Das ist ganz in Ordnung. So, go. Und wir warten kurz. Und wir sehen, wir haben immer Success. Und das ist wirklich, wirklich schnell. 0,00069 Sekunden im Durchschnitt, um diese Intervalle zusammenzukriegen. Klar, es sind nicht so viele. Und die Listen sind auch relativ klein. Aber trotzdem immer sehr interessant. Achtet auch vielleicht mal darauf, was bei euch beim Merge als Ergebnis rauskommt. Das ist natürlich auch immer sehr interessant. Cool. Und ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!